Herr Kopalla, sind Sie zufrieden mit dem heutigen Aktionstag? Ich bin sehr zufrieden. Es sind Hunderte heute nach Dresden gekommen und ich bin auch froh, dass wir heute nochmal unsere Position klar machen konnten zu der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, aber auch zu der allgemeinen Impfpflicht, die jetzt geplant ist, wo schon die ersten Gesetzesvorlagen auch vorliegen, dass wir hier nochmal die Unterstützung gerade für dieses Personal in diesen Bereichen auch zeigen. Und ich denke, das ist auch in diesen Zeiten trotzdem wichtig, dass wir hier unser Demonstrationsrecht, unsere Meinungsfreiheit für die Freiheit auch auf die Straße gegangen sind. Die heutige Aktion findet ja im Rahmen der Kampagne Gesund ohne Zwang statt, die Sie ja mit Ihrem Bundesvorstand ins Leben gerufen haben. Welches Zeichen möchte man da letztendlich senden? Ja, vor allem, dass gerade jetzt in diesen Zeiten die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja jetzt umgesetzt werden soll, nicht vergessen wird. Das ist ja wirklich für viele Bürger in diesem Land ein wichtiges Signal, dass es hier eine einzige Partei, nämlich die AfD, sich dagegen wehrt und genau diese Sorgen dieser Personengruppen auch aufnimmt. Und das wollen wir zeigen gegen eine allgemeine Impfpflicht, aber auch gegen die einrichtungsbezogene. Und welche Intention steckt dahinter, dass man gesagt hat, man macht mehrere Kundgebungen in verschiedenen Städten in Deutschland, anstatt zentriert an einen Ort eine Kundgebung auszuführen? Ja, es ist natürlich ein Aktionstag mehrerer Landesverbände, die überall in Deutschland ihre Demonstrationen heute stattfinden lassen. Und ich hoffe, das wird auch ein sehr erfolgreicher Tag. Wir werden es heute Abend sehen. Also ich denke, das ist wichtig, dass wir deutschlandweit auch damit Stellung beziehen und auch Farbe bekennen und dass man uns auch wahrnimmt. Das ist ja die einzige Möglichkeit für uns medial überhaupt in Erscheinung zu treten direkt bei den Leuten. Und das, denke ich, war eine gute Idee. Vielen Dank.